den Lebensfluss, den Lauf der Dinge zu akzeptieren. Das bedeutet für den Buddhisten und Meditationslehrer Heinz Reuger Gelassenheit. Tue man das nicht, so gehe Gelassenheit verloren. Seinen Morgen beginnt der gelernte Kaufmann aus Fürstenfeldbruck deswegen mit der Formel Aha, okay. Das Ziel dabei, im Alltag mit allen Situationen angemessen umgehen. Ja, das ist mein Aha, okay. Das ist für mich eine Formel, die ich jeden Tag von morgens bis abends benutzen kann, um mit dem Lebensfluss, egal was auch immer vorbeikommt, angemessen umgehen zu können. Zum Beispiel, wenn ich einen Kaffee bestelle und ich bekomme einen Tee, ja, dann habe ich einen Tee hier stehen und will aber gar keinen Tee. Und dann könnte ich mich ärgern, mich aufregen, vielleicht bin ich in Hektik. Nein, es ist okay, da steht Tee. Aha, okay bedeutet nicht alles über sich ergehen lassen, sondern pragmatisch mit Gegebenheiten, die nicht mehr zu ändern sind, umzugehen. Beispiel Straßenverkehr. Hier kommt Aha, okay täglich auf den Prüfstand. Das ist Rallye im Kreisverkehr gerade, haben Sie das gesehen? Und das ist ein ganz beliebtes Spiel, was wir hier immer wieder erleben. Und dafür ist Aha, okay ideal. Da muss man sich immer wieder zurücknehmen. Sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, eine ruhige Entscheidung treffen, Emotionen wegbekommen, das ist für Heinz Reuger Meditation. Inspiration findet der Buddhist Reuger seit Jahrzehnten auch beim christlichen Mystiker und Theologen Meister Eckhart. Für ihn eine Einladung, alles von einer anderen Perspektive aus anzuschauen, eigenständig zu denken. Die eigene Erfahrung zu machen, diese zu erkennen, loszulassen, sich hinzugeben. Und das ist eins zu eins das Gleiche, wie der Buddha sagt. Der Buddha sagt, komm und sieh selbst. Nicht blind glauben, sondern wohlwollend prüfen. Und das ist bei diesen Leuten, auch beim Eckhart, so. Der sagt nicht hier, so ist es, sondern er lädt ein. Und das gefällt mir beim Eckhart sehr. Für die Gelassenheit brauche es Stille, Konzentration und Rückzug, so Meditationslehrer Heinz Reuger. In christlichen Klöstern ist dies eine lange Tradition. So auch hier im ehemaligen Benediktinerkloster bei Würzburg. Mehr als 1000 Jahre lebten hier Mönche in Abgeschiedenheit. Heute ist der Benediktushof ein religionsübergreifendes Zentrum für Meditation und Achtsamkeit. Dazu gehört auch ein japanischer Zen-Garten. Ein idealer Vorbereitungsort für den Berliner Religionswissenschaftler und Achtsamkeitstrainer Harald Alexander Korb, der sich im Zen-Garten mit einer Gehmeditation auf sein Meister-Eckhart-Seminar vorbereitet. Meister Eckhart hat den Begriff Gelassenheit in die deutsche Sprache eingeführt und er meinte Gelassenheit im Sinne von sich lassen. Er hat also die Menschen gefragt, habt ihr euch gelassen? Und damit meinte er sich lösen von etwas, zum Beispiel von Gedanken, die uns beherrschen oder von Gefühlen, die uns mitreißen. Und er sagte, nimm dich selbst wahr und schau, was du da findest. Und wenn du dich gefunden hast, dann lass dich los. Also loslassen im Sinne von sich selbst zu lösen. Sich selbst wahrnehmen, um sich dann von Verhaltensweisen zu lösen. Darum geht es im Meister-Eckhart-Seminar von Harald Alexander Korb. Das Seminar soll eine konkrete Anleitung für mehr Gelassenheit im Alltag sein. Wichtig ist bei Meister Eckhart der Begriff Freiheit. Freiheit heißt eigentlich in dem Sinne Freiheit von etwas. Also Gelassenheit kann man ja eigentlich als einen Raum betrachten, nämlich der Raum zwischen einem Reiz und die Reaktion. Also beispielsweise, wenn mein Handy klingelt, stürme ich sofort hin, gucke, ob ich jetzt eine SIMS bekommen habe, eine SMS oder ruft mich jemand an. Das heißt, ich habe einen Reiz und reagiere sofort darauf. Aber Freiheit heißt eben nicht, sofort reagieren zu müssen, sondern vielleicht erst mal kurz durchzuatmen und vielleicht sich selbst wahrzunehmen. So könne man sich Raum schaffen. Raum für eine neue Entscheidung, für eine neue Verhaltensweise. Diese muss aber erst trainiert werden. Ich finde, es ist so ein bisschen wie Muskeln trainieren. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe und trainieren möchte, dann dauert es eine Zeit lang und vor allem, ich muss leider immer wieder hingehen. Und so ist das mit diesem Üben.